Und damit willkommen zurück zu Let's Play Sonic Adventure 2. Wir haben das letzte Mal die Hero Story abgeschlossen und jetzt machen wir Dark. Intruder alert. Intruder alert. Security breach at gate 3. Intruder has been located in the north quadrant and is moving in the direction of the underground base. All units prepare to engage. Emergency battle formations. Standard battle procedures initiated. Locate and stop the intruder from entering security area. This is not a drill. Repeat, this is not a drill. That was all too Let's take a look at what my grandfather was working on. A top secret military weapon. The military shut down the research because they feared it. Intruder alert. Assume level 1 defense formation. Okay. Ich dachte zuerst schon so, was ist mit dem Echo los, aber... Das war beabsichtigt. Was? Ah! Ja, ich habe noch gar keine Upgrades. Ich erwarte schon, dass ich gleiten kann. Level 2 security door breach. Level 2 security door breach. Na komm. Ah, okay, hier geht's runter, alles klar. Ein Leben, immer nice. Boah. Hier komme ich nicht wieder hoch, ne? Schade. War das gerade noch ein Leben? Ach so, diesmal war ich immer dringend, also okay. Boah, wie viele haben wir denn noch? Okay, da war nichts. Und jetzt? Ach, damit sah man nichts. Ah, jetzt.
Sag doch, dass ich erst das Event triggern muss. Was? What the fuck? Nur komische Art, jetzt zu sagen, aber okay. Dieses Spiel hat hohe Ansprüche. Ich habe noch ein paar Mal City Escape gespielt zwischendurch. Und selbst wenn man so in 3 Minuten und 250 Ringe, kriegt man immer noch C-Rang. So this is the military's top secret weapon. It's a lot smaller than I expected. Enter user data. Enter password. Password is Maria. Maria. Now all I have to do is to place the Chaos Emerald into this console. Are you trying to spoil my plans again? Wait a minute, you're not Sonic! This is impossible! My name is Shadow. Since you were so kind to release me, my master, I will grant you one wish. Now what? Behold the true power I possess. This is Scorpion Troops Hotshot. Enemy movement has been detected. En route to intercept and destroy. Was ich nicht verstehe. Selbst wenn die Lichtverhältnisse ganz okay sind und keine große Distanz dazwischen ist, verwechselt jeder Sonic und Shadow. Ich verstehe es nicht. Ich glaube, ich kann auch keine von den coolen Sachen machen, ne? Sowas wie Chaos Spear oder sowas. Wow. Nein. Vergiss es. Darf ich sagen, dass ich die Laufanimation von Shadow cooler finde als die von Sonic? Puh. Warum funktioniert das hier so gut? Ich habe auch heute einen Boss-Run von der Hero-Seite gespielt und da lief das trotzdem nicht so gut. Da war das reine Glückssache, ob das geklappt hat. Na komm. Destroying that guard robot was spectacular. So, Shadow, you are the military's top secret weapon. But what did you mean when you said you will grant me a wish? Bring more Chaos Emeralds. Shadow, wait! I'll be waiting for you in the central control room
on the space colony Ark. Ark. Just let it go. You just don't know when to give up, do you? What are you talking about? That emerald's mine. You got that? The Master Emerald contains special powers that neutralize the energy of the Chaos Emeralds. That makes it very powerful. What the? What? Thief! Look who's calling who a thief. I came here following the signal from the Emerald. If I'm not mistaken, this is the Master Emerald, is it not? Dr. Eggman. So that's Dr. Eggman. Well, I guess I can use it for something. I'll just take it with me. Farewell, Knucklehead. Not if I can help it. What was that all about? And look what Duke did to my emerald! I did that to prevent the Master Emerald from being stolen, you idiot. If it's in pieces, I can restore it. And by the way, that's not your emerald. Doesn't matter. I'll get into it once I get back to the base. I despise anyone who takes jewels from me. All the world's gems are mine to keep. Yeah, we'll see about that, Batgirl. Okay, hoffentlich werden die Rouge-Level nicht ganz so schlimm, jetzt wo ich weiß, wie die Regeln sind. Moment, sie kann auch die... Also, Gameplay-technisch ist das klar, dass sie die Master Emeralds fühlen kann, aber... So, Story-technisch macht das gar keinen Sinn. Was sind das für Geräusche? Irgendwas mit drei Kreisen, mehr habe ich jetzt gerade nicht gelesen. Ein hoher Ort. Warte, stöhnt sie so? Yep. Ich glaube schon. Wenn das wirklich sie ist, dann hasse ich Rouge Level jetzt schon. Boah, Mädchen, das bist besser nicht du. Drei Kreise, ein hoher Ort. So, bitte. Ah, okay. Das bringt nichts. Da war ein Item. Drei Kreise, ein hoher Ort und irgendwas mit einer Schüssel. Sie wird ein Glas. Das heißt Glas mit einer Dose. Gott, mein Englisch heute. Also Kreise sind hier genug. Wenn hier irgendwas ist, müsste ich doch schon längst mitbekommen haben. Weil Rouge müsste es ja spüren, aus irgendwelchen Gründen. Weil sie ja plötzlich eine Verbindung zum Master Emerald hat. Wow.